Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, ich habe jetzt einen Bonbon im Mund und das plane ich jetzt auch nicht auszuspucken. Wir ziehen das mit dem Bonbon durch. Unhöflich. Nee, Steig, hast du gewusst, dass es unhöflich ist, Maman? Das musst du mir nicht sagen. Vor allem, wenn ich jetzt gerade hier so sitze und so eine gespielte Denkpause mache, nur um das Bonbon weiterlutschen zu können. Ja, egal. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich wollte euch etwas anderes erzählen. Ich habe vor kurzem, ist gar nicht mal so kurz. Also für mich ist es kurz, für euch ist ewig lang her. Wir haben übrigens immer noch den 2. November 2019. Nur mal so kurz als Anmerkung. Ich habe vor kurzem erst die Kinocharts angeguckt oder habe einen Bericht gesehen und habe gesehen, dass gerade der Film Der Joker total beliebt ist, aber eben wohl auch voll gruselig sein soll. Also ich habe gehört, dass Leute aus dem Film, also aus dem Kino rausgegangen sind. Und in dem Moment war der erste Gedanke, der mir gekommen ist, warum die rausgerannt sein müssten, weil der Joker ein Clown ist. Entschuldigt. Ihr habt hier jemanden mit einer ausgeprägten Chorophobie, der Angst vor Clowns. Boah, ich bin total. Ich habe Angst vor Clowns. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe eine panische Angst vor denen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich bin nie von einem Clown bekrabbelt worden oder mich hat auch nie irgendein Clown erschreckt oder irgendwas. Aber ich habe schon seitdem ich denken kann, furchtbare Angst vor diesen Dingen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja. Ist ja schon irgendwie komisch, ich habe Angst vor Clowns. Aber zum Beispiel ist ja der Film vom Joker, den könnte ich mir jetzt gut angucken. Oder auch allgemein, der Joker, so an sich, diese Figur, vor der hatte ich noch nie Angst. Und dann bin ich irgendwie so drauf gekommen, dass ich das zum einen mal mit meinem Therapeuten bequabbeln möchte. Aber zum anderen dachte ich, ich bequabbel es auch mit euch. Doppelt gemoppelt hält besser. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall ist es dann so... Warum so lange auf der einen Seite? Jetzt habe ich da so einen ekligen, klebrigen Moment, natürlich. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich zwei Theorien habe, warum ich keine Angst habe vor dem Joker, aber vor normalen Clowns eben schon. Also, nee, eigentlich eher, warum ich vor normalen Clowns Angst habe, habe ich ja keinen Plan. Also, sollte ich es eher anders formulieren, nämlich warum ich keine Angst habe vor dem Joker im Vergleich zu anderen Clowns. Ha, das war grammatisch richtig, ne? Mhm. Ja, gut. Gut, also die erste Theorie ist für mich, dass ich, als ich den Joker das erste Mal gesehen habe, da war ich halt noch ein ganz kleines Mädchen. Ihr wisst schon, so mit Zahnlücke und total riesengroßen Augen. Ich glaube, ich hatte echt überdimensionale Augen zum Rest von meinem Gesicht, so wenn ich drüber nachdenke. Ja, stimmt das eigentlich, die Theorie jetzt gerade? Nee, ich meine jetzt das mit den Augen. Oh, weil ja. Ich sehr aufgerissen aus Angst. Ja, gut. Ich habe meine Augen oft aufgerissen vor Angst, sagt meine Mutter gerade. Ich war ein ängstliches Kind. Ich war wirklich ein sehr ängstliches Kind. Ja. Und darum gab es für mich so kleine Dinge, die wirklich toll waren und die ich gemocht habe, wie Eislaufen. Und eines Tages kam dann mal mein Onkel zu uns, war ich bei meinem Cousin und meiner Tante und da meinte der so zu mir, wollen wir nicht Eislaufen gehen? Und ich meinte so, ja, sollte ich da nicht meine Schlittschuhe mitnehmen? Und er meinte, nein, nein, brauchst du nicht. Und ich dachte nur so, okay, dann leihen wir uns halt welche, aber gut. Und dann am Ende sind wir über dreckige Eisschollen gelaufen. Das war echt nicht schön. Das ist so eines dieser Momente, wo ich sehr enttäuscht war. Entschuldigt. Ich bin abgedriftet. Und du, ich weiß echt nicht, wo das jetzt gerade herkam. Ja. Auf jeden Fall. Ich nehme es immer noch schwer. Aber egal. Das muss bleiben. Also auf jeden Fall, eine meiner Theorien ist, also dadurch, dass ich so ein kleines Mädchen war, als ich den Joker das erste Mal gesehen habe und ich ihn damals als Comicfigur gesehen habe, also damals gab es, glaube ich, The Batman oder wie auch immer das hieß, diese Comicreihe, die immer auf Kabel 1 morgens gelaufen ist. Da gab es auch Spider-Man und X-Men. Und jetzt wissen wir, warum ich so ein furchtbarer Marvel- und DC-Universe-Fan bin. Diese Frage hat sich jetzt auch erledigt. Das Rätsel haben wir jetzt geklärt, endlich mal. Gut. Oh, und die Looney Tunes. Ja.
Und die Animaniacs. Und nee, Donald Duck gab es da nicht, lustigerweise. Mickey Mouse auch nicht. Aber Goofy. Nee, der kam immer auf Super TL. Egal. Darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich habe mich gerade so blöd, habe ich gerade Luft geschluckt, dass ich gerade so kurz davor war, einen fiesen Schluck aufzukriegen. Ja, egal. Auf jeden Fall, die eine Theorie ist eben dadurch, dass er eben eine Comicfigur war, war er für mich immer etwas Abstraktes und nicht wirklich Bedrohliches. Und deswegen habe ich nie wirklich Angst vor dem Joker gehabt, obwohl er ja auch sozusagen eigentlich als ein Clown dargestellt wird und tendenziell sogar als ein wütender Clown, was eigentlich noch angsteinflößender sein sollte. Aber auf mich irgendwie nicht angsteinflößend wirkt. Ja. Meine zweite Theorie, warum ich nie Angst vor dem Joker gehabt habe, war Batman. Schlicht und ergreifend Batman ist wahrscheinlich der Grund, warum ich vor dem nie Angst hatte. Weil ich glaube, egal welche Folge ich mir angeguckt habe, egal wie oft ich es mir angeguckt habe, am Ende vom Tag war es ja immer so, dass der Joker von Batman besiegt wurde und somit ja keine Gefahr mehr war. Und das irgendwie dann wahrscheinlich so. Der ist zwar gruselig wahrscheinlich, auf mich hat er mich auf mich als Kind gewirkt, aber er war eine kontrollierte Gruseligkeit. Also im Sinne von, er war ja dann am Ende von der Folge eigentlich immer, ist er verhaftet worden. Und am Anfang von der nächsten Folge ist er ausgebrochen. Fun Fact am Rande, vor Lex Luthor hatte ich auch nie Angst, aber der ist nie verhaftet worden und der war eigentlich echt durchgehend bösartig. Und als er dann verhaftet wurde, ist er eigentlich praktisch gleich wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und dann ist er auch noch Präsident geworden. Irgendwie hätte ich eher vor dem Angst haben sollen. Ja, komisch eigentlich, wenn man es mal so sich so überlegt. Ja, aber ich denke, so an sich ist es für mich wahrscheinlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke und es euch erläutere und wahrscheinlich dadurch andere Gedankengänge habe, ist der wahrscheinlichste Grund, warum ich keine Angst vor dem Joker habe, einfach der Kontext. Der Kontext daraus, dass er ja zum einen aus dem Batman-Universum ist und somit immer irgendwo so Batman um sie irgendwo wartet und ihn besiegt. Und auf der anderen Seite einfach, dass er nicht wirklich existiert hat. Und die meisten Clowns, die sonst so unterwegs sind, die sind ja echt irgendwie. Oder sind Menschen dahinter. Und das ist dann irgendwie viel gruseliger. Wo man dann sich eigentlich die Frage stellen muss, also aus meiner Perspektive jetzt gefragt, habe ich wirklich Angst vor den Clowns oder habe ich eher Angst vor den Menschen? Diebe Frage, mit der beende ich jetzt mein Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt oder ob ihr das auch kennt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.